und herzlich willkommen zurück hier, ihr Freunde der Sonne. Oder sollte ich sagen, ihr Freunde der Silage? Denn ja, wie ihr seht, ist unser Silage-Abkipp-Apparillo fleißig dabei, hier uns Kohle zu besorgen. Und ihr seht auch oben rechts, 230.000 haben wir über den Daumen schon zusammen. Und ja, das ist natürlich supi. Und das bedeutet, dass wir der Krone Big X nicht mehr weit sind. Oder dass wir nicht mehr weit weg sind. Und wir werden dann diesen Dings hier dann benutzen, um das Ganze dann abzufahren. Aber was ich jetzt mal machen wollte, ich wollte mal Richtung Hof irgendwie kommen. Mal abwarten, bis mal wieder ein Abfahrer auf dem Hof ist. Und mal dann mal auf dem Hof rumlaufen, weil ich wollte irgendwas auf dem Hof. Ich habe schon da vergessen, was ich auf dem Hof wollte. Irgendwas wollte ich auf dem Hof. Ja, wir brauchen 415 plus Schneidwerk. Hatten wir letztes Mal schon gesagt, 415. Dann brauchen wir 460 brauchen wir. 460.000. Genau, und dann können wir anfangen, hier endlich mal richtig Silage zu machen. Und ja, im Moment fahren wir Raps ab. Das ist das, was wir noch haben. Damit wir jetzt noch ein bisschen Kohle verdienen. Wie gesagt, er kippt hier immer fleißig rein, aber die BGA nimmt natürlich nicht so viel. Jetzt wäre natürlich schön, wenn wir in der BGA wieder mal so einen Doppelpreis hätten, also Zweifachpreis. Das wäre richtig geil. Haben wir aber leider nicht. Ja, düngen können wir auch noch nicht. Sieht doch schon mal gut aus bis jetzt, würde ich sagen. Unsere Mähdrescher stehen ja noch auf den Feldern, damit ich weiß, dass ich hier noch dreschen muss, dingsen muss, wumsen muss hier. Ihr wisst, was ich meine hier. Quasi drillen muss. Weil ich bin ja so einer, der das immer vergisst. Und deswegen, ja, hier ziehen wir jetzt mal das Stroh erstmal vom Acker. Stehen Stroh vom Acker. Ja, ich wollte auf dem Hof. Jetzt weiß ich, was ich auf dem Hof wollte. Ja, guckt euch das an hier. Dieses dumme Volk hier. Ich weiß, was ich auf dem Hof wollte. Ich wollte nämlich einen Kärcher aufstellen. Müssen wir es mal merken? Kärcher aufstellen. Auf dem Hof Kärcher aufstellen. Also sollte ich das jetzt nicht machen, muss ich das Video mal zurückspulen und muss mal gucken, warum ich es nicht gemacht habe. Ja, also wir werden jetzt mal mit dem hier mitfahren. Richtung Dings. Hier wächst alles schön. Das ist gut. Zeit läuft erstmal nur einfach vor, weil weiter will ich das nicht vorfahren lassen. Wie gesagt, wir hätten hier noch ein Lager, aber das ist ja auch wieder so, das müssen wir dann wieder mit Dings entnehmen, mit Schaufel und das ist so, ach nee, das ist nicht meins. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Mod-Silo. Was schön wäre, wäre so ein Silo mit so einer Überfahrrampe. Das wäre richtig geil. Das wäre pornös. Das fand ich ja bei Bantico so schön, dass man das Getreide quasi in den Stall fahren konnte. So wie jetzt auch. Aber man konnte es dann entnehmen über ein Silo. Und das war eben das Schöne. Ja. Wie gesagt, wenn es ruckelt, wundert euch nicht. Das liegt am Autospeicherskript. Muss ich auch immer wieder sagen. Kann es auch lassen. Ihr wisst es ja mittlerweile. Ja. Hier schön der Zug und so. Ach, ist das schön. So ein toller Bahnhof. Ja, Kartoffel, das ist das nächste Ding. Kartoffel, 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 Kartoffel. Ja, die juckt schon wieder das Ohr. Und ihr wisst, was das heißt. Bei Bantico hat das bedeutet, mein Ohr juckt. Ich soll aufhören zu erzählen. Habe ich einfach mal so festgelegt. Machen wir den mal. So, der ist jetzt gleich wieder im Stall quasi. Im Hof. Da werden wir den dann auch gleich wieder beladen und gleich weiterschicken. Der soll erstmal schön Getreide verkaufen. Wir gucken mal, was macht die Silage. 1586 ist immer noch das gleiche. Preise sind stabil. Ja, auch bei Gerste, Weizen, Raps sind die Preise stabil. Ist gut. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Was mich wundert ist, warum der nicht tankt, der andere. Der andere fährt jedes Mal an der Tankstelle vorbei, also an der Zapfsäule, aber tankt nicht. Also ich habe gehört, dass Display auch tanken soll. Ich habe es zwar noch nie gesehen, aber es soll wohl gehen. Ist meine Brille so schief? Jetzt ist sie gerade. Kärcher wollte ich auch stellen. Kärcher, merken. Ach, jetzt haben wir. Ja, haben sich dann mal wieder getroffen hier, die Jungs. Ja, auch ein kleines Pläuschchen. Kleine
kleines Käffchen hier. Nein. Nein, 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 nein. Du sollst doch einfach da weitermachen, wo du angefangen hast. Ja. So, der Deutz-Fahr sollte aufgetankt werden. Ja, er sollte sich selbst auftanken, was er nicht tut. Jetzt werden wir hier mal noch den Raps rausfahren, den restlichen. Da dürfte ja nicht mehr viel drin sein. Ja, kriegen wir noch gerade so. Naja, doch, kriegen wir noch mehr wie eine Ladung raus. Aber das reicht dann auch. Aber das wird nicht reichen für die Big X. Scheiße. Das ist doof. Dann haben wir ein Problem. Ja, wir bräuchten wieder so Doppelpreise. Wie wie war das letzte Mal, vor ein paar Folgen bei der BGA hat. Aber da mussten wir das ja alles noch mit dem Radlader von Hand reinfahren, mit dem Teleskoplader, aber das passiert ja jetzt quasi automatisiert. Wir sind ja schon fast bei 300.000, aber das reicht noch nicht, wir brauchen fast 500.000. Und ob das aufgeht, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht aufgeht. Aber gut. Wir fahren jetzt erstmal alles, was wir haben, an Getreide weg. Und dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. So, der ist fertig. Das heißt, hier können wir Abfahrer einstellen. Der kann schon mal losdüdeln. So, wer sollte aufgetankt werden? Einer von denen hier. Der hier. Oh, unser Stroh-Johnny. Da müssen wir mal sehen, wenn der jetzt gleich reinfährt zum Stroh, dass er sich dann auch wirklich auftankt. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich selbst macht. Wir werden uns das gleich mal angucken. Also der hier auch, der fährt ja hier immer an der Tanker vorbei. Obwohl, nee, der fährt ein bisschen weit weg. Aber der Trigger müsste trotzdem da sein. Gucken wir mal, wenn der Holz-Johnny wieder, der Stroh-Johnny wieder reinkommt. Das ist Herbert übrigens. Herbert Grobert hier die ganze Zeit schon. Und ich habe natürlich extra nicht den größten Grober genommen, damit wir ein bisschen Zeit schinden können. Tja, die BGA ist ganz schön lahm, würde ich sagen. Wollen wir mal die Zeit vorlaufen lassen? Verbrennt die BGA das nämlich schneller. Wir können noch mal ein bisschen schneller machen. Dann kriegen wir schneller Geld. So, der kann jetzt hier erstmal, den entlassen wir mal, den werden wir mal voll machen mit Weizen. Oder wir können ja eigentlich das Silo hier auch leer machen. Nee, das machen wir nicht leer. Warum machen wir es nicht leer? Weil wir dann in drei Silos nachher Weizen drin haben und dann keinen Platz mehr haben. Deswegen lassen wir das mal. So, der wird jetzt befüllt. Das Zeug wächst hier ordentlich. Ach, ist das schön, wenn es funktioniert, oder? Ja, und ich habe ja rausgefunden, warum es nicht funktioniert. Weil tatsächlich der Arm ein Stück rausgefahren werden muss, weil das Ding da nicht hingereicht hat. Ja. Naja, 7.000 pro Schaufel ist schon ordentlich, ja. Muss man ja mal sagen. Aber 300.000 ist ein bisschen wenig. Wir brauchen fast 500, 460.000 brauchen wir. Und dann haben wir immer noch kein Geld, weil wir dann immer noch nur die Maschine haben, die uns dann das Lager wieder voll macht. Tja, aber wenn wir die Zeit jetzt so schnell vorlaufen lassen, haben wir auch ein zweites Problem. Der Laden dann irgendwann zumacht. So, wo ist denn hier unser Strohmann? Unser Strohmann! Wo ist der Strohmann, bitte? So, der ist befüllt, das heißt, den können wir dann mal abfahren lassen. So, und Strohmann gucken wir jetzt mal an hier, was der jetzt macht, weil den brauchen wir ja gleich. So, der macht noch weiter, der auch. Ich denke, für die BGA müssen wir jetzt nicht mit fünffach, ich denke mal, fünffach reicht. Dann ist ja auch ziemlich schnell leer. So, wo ist unser Strohmann? Hier ist unser Strohmann. Mal gucken, wo der jetzt rumgeistert. Umleuchtet er an. Gut, wie sich das hier hört.
Und jetzt gucken wir mal. Also jetzt gibt es ja definitiv eine Anweisung, Fahrzeug muss aufgetankt werden oder sollte. Und ich hoffe, dass Curseplay das als Trigger nutzt, wenn er an der Tankstelle vorbeifährt, dass er sich dann selbst betankt. Aber das werden wir uns gleich angucken, ob er das auch macht. Ja, er muss ja noch, ein bisschen muss er noch fahren. Können wir mal hier den Kurs angucken. Da sehen wir ja, wo er gerade ist. Und da könnten wir hier auch durchfahren, da könnten wir abkürzen. Ach, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, das sieht man auf der Karte, sieht man das ja. Ja, da gibt es noch so eine Querstraße. Die hätten wir vielleicht mal nehmen sollen. Weil dann wären wir auf jeden Fall schneller. Ja. Wären wir schneller beim Mischfutterbetrieb. Aber gut, ist nicht schlimm. Das funktioniert ja hier. Also würde mir das ja immer angucken hier mit dem Baum hier. Da kommt er gut rum. Ja. So, dann gucken wir uns das jetzt gleich mal an, wie der da ja, arbeitet. Ob der dann getankt wird oder nicht. In dieser Halberstraße ist so geil. Bam, bam, bam. Können wir mal hier mal zumachen hier. Brauchen wir ja nicht. Das brauchen wir denn nur gleich, wenn er eben nicht tankt. Dann müssen wir nämlich mal kurz unterbrechen. Aber es ist schon erstaunlich, was die so hinkriegen. Also er muss ja alles selber fahren. Also ich muss quasi alles mit Computer fahren. Der Computer muss selbst fahren. Weil das kann man ja gar nicht alles machen. Denn würden wir ja in einer Folge würden wir dann nur 3 Stunden im Trecker sitzen und dadurch gegenfahren. Naja, okay, ihr werdet sagen, wenn jetzt da die ganze Zeit mit dem Trecker mitwärts ist, dann ist ja so, als würdest du selber fahren. Nee, ist es ja nicht. Dann hätte ich nicht die Hände am Lenkrad. So, hier haben wir auch Feld hier. Das ist ja, stehst du ja nichts drauf. Im Feld. Das ist auch nicht schlecht. Hab vergessen anzusehen, der Andi. So, jetzt gucken wir mal hier, ob der jetzt tankt. Wenn nicht, dann unterbrechen wir den mal und tanken mal. Wird auf jeden Fall langsam. Er tankt. Guckt es euch an. Was? Deutz Fahr wird aufgetankt. Also, was habe ich euch gesagt? Ich habe das gelesen. Curseplay soll das machen können. Und Curseplay macht es tatsächlich. Schön. Schön, 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 schön. Da freue ich mich ja. Dann brauche ich mich darum nicht kümmern. Ja, und diese kombinierten Kurse sind geil. Sammel- und Ablieferkurse. Das ist einfach nur geil. Wirklich. Es funktioniert echt gut. 350 haben wir, jetzt brauchen wir noch 100.000, 110.000 brauchen wir noch. Ob wir die noch kriegen, wage ich zu bezweifeln. So, gucken wir mal, der kommt schon wieder zurück hier gerade. Das heißt, den können wir gleich mal mit Weizen voll krachen. Wheat. Wheat ist Weizen, genau. Der Trigger ist ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt, keine Animation, gar nichts. Naja, das ist halt ein Mod. Ja, also nicht jeder macht das da so schön, wie es vielleicht der andere macht. Also es gibt durchaus Modder, die sich wirklich extrem viel Mühe geben. Also zum Beispiel Andy Scania hier von der Map Schöneweg gibt sich sehr viel Mühe bei dem ganzen Gestalten seiner Maps. Oder das Team. Man spricht ja nicht immer nur von Andy, sondern... Das ist ja ein Team. Da ist ja dann noch ein Rick dabei und wie sie alle heißen. Könnt ihr euch ja da im TLS Modding Forum ankicken. Die geben sich schon extrem viel Mühe mit der ganzen Einrichtung der Maps und dieser ganzen, mit der ganzen Optik und dieser ganzen Sache hier. Das ist schon schön. Das ist schon echt schön. Ja. Die Stimmung ist auf jeden Fall da. Das ist halt wichtig. Und da gibt es eben Modder, die geben sich da eben nicht so viel Mühe. Und wenn sie zum Beispiel irgendwelche Dinge erstellen, wie Silos. Ich will nicht sagen, dass er sich keine Mühe gegeben hat. Das hat er bestimmt. Und das sieht ja auch gut aus und es funktioniert ja auch. Aber es ist kein Partikelkram dran. Die Trigger sind ein bisschen komisch. Und so weiter und so fort, ja, das ist alles, auch die Anordnung der B- und Entladestellen sind sehr suboptimal gelöst, wie ich finde.
Na gut, das ist dann so eine Sache, wo man sagt, da muss man eben Abstriche machen. Wir könnten natürlich oder wir würden natürlich normalerweise das Ganze halt auch mit Schaufel beladen müssen. Das heißt, können wir froh sein, dass wir überhaupt was haben. Und das war noch das halbwegs annehmliche Silo, was ich so gefunden habe. Also, oh. Nee, der wird dem, fährt dem hier nicht drauf, weil, ja, wir haben ja Vorwände, genau. So, was machen wir denn jetzt? 387.000, 390, fast 400.000 haben wir jetzt gleich. Das ist gut. Im Silo müsste eigentlich auch noch hier noch drin sein. Ach Mensch, jetzt sind sie wieder aneinander gekracht. Ja. Das ist das, was ich meine. Die Kurse sind einfach scheiße eingefahren worden. Oh nein, nein. Okay. Wo ist meine Maus? Gib mir meine Maus wieder. So, gucken wir mal, wie viel haben wir da noch drin? 43%. Also die Hälfte haben wir raus, ungefähr. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Naja, gut, dann müssen wir mal überlegen. Wenn wir die Big X jetzt kaufen, dann können wir die Silage schneller herstellen, weil wir das Dings einfach schneller voll haben. Das Lager. Wir können ja zwei Fahrsilos machen. Wir haben natürlich noch, und das ist ja vielleicht die Überlegung, die ich eben hatte, wir haben ja noch die Möglichkeit, bei den Mods wieder unsere Silos aufzustellen. Was auch nicht schlecht ist, weil es halt aus Häckselgut macht es Silage. Und die Trigger sind jeweils auf der anderen Seite. Also müsste man halt nur irgendwo eine freie Stelle suchen, wo man das Ding hinstellt. Hätte ich dann jetzt kein Problem damit, ne, das zu verwenden. Aber das ist ja immer so, die Frage ist, wie weit will man denn mit Mods spielen? Also ich bin Mods nicht abgeneigt, also ich mag es, mit Mods zu spielen und ich spiele ja auch mit Mods. Das sieht man ja auch an den Schaufeln, an den Traktoren, an den Geräten und so weiter und so fort. Also ich spiele gerne mit Mods, weil die einfach schön sind. Und man muss ja die Map eines Modders nicht nur mit den Standardgeräten spielen, denn dafür gibt es Mods ja auch und die Map ist ja auch eine Mod. Also von daher finde ich das jetzt nicht verwerflich, mit Mods zu arbeiten. Und ich finde das mit den Silos richtig geil. Was natürlich noch schön wäre, wäre ein richtiges normales Silo. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe ja hier noch ein anderes Silo. Dieses hier. Aber das war noch blöder irgendwie, weil man da irgendwie, ich weiß nicht, man muss da irgendwie drauf fahren. Irgendwie so. Und das hat halt auch nur 200.000 Einheiten. Das hier hat zum Beispiel 1,5 Millionen oder 1,05 Millionen Liter Inhalt. Und ihr habt ja gesehen, dass ich es jetzt auch voll bekommen habe von einem Feld oder von zwei Feldern. Und das hat halt nur 200.000. Und das ist dann doof. Ich meine, es kostet auch nur 6.000, aber es hat halt nur 200.000. Und dann, ja. Dann ist es halt ruckzuck voll und dann stehen wir da und dann funktioniert unsere ganze Technik wieder nicht, weil die ganzen Dings voll sind und ach ja, wie auch immer. Also da würde ich sagen, das können wir erstmal so lassen, aber der ist ganz schön dreckig und das bringt mir etwas in den Kopf, worüber wir zuletzt sprachen. Ich wollte einen Kercher, wollte ich aufstellen und den werden wir jetzt einfach mal hier vorne irgendwo hinstellen. Kercher und dann können wir nämlich unsere Fahrzeuge mal schön sauber machen. So, ich denke mal hier ist ein guter Platz, oder? Ja, hier ist ein schöner Platz. Der steht, Kercher stehen ja meistens immer so irgendwo an der Ecke rum. Und ich hoffe, ich habe meinen Kercher noch. Ey, wo ist mein Kercher? Hier ist er. So, wo wollten wir den jetzt hinstellen, haben wir gesagt. Hier wollen wir hinstellen, genau. Stellen wir den mal, na nicht hier so in den Busch. Ja, das ist aber auch doof da an der Stelle. Weil wenn wir da mal irgendwann lang fahren, dann bleiben wir da bloß dran hängen. Stellen wir den Kercher mal hin. Die Tanke, das ist scheiße. Ja, wir stellen den jetzt hier hin. So an der Seite so. Bam. So, jetzt haben wir einen Kercher. Haben wir einen Kercher? Jo, haben wir. Da seht ihr. Da ist er. Yay. Mal schön hier alles niedermähen. Ja, ist okay. Ihr habt recht.
So, wir werden mal jetzt dem hier nochmal sagen, er möchte bitte sich mal mit G3DB laden. Dolly muss man immer ein bisschen aufpassen. Noch ein bisschen ausholen hier. So, der wird beladen. So, der Strohonkel, der Strohmann, unser Strohmann ist noch am Stroh dran. Und ja, wir haben dann ja fast 460.000 für die Big X, um dann wunderschön jetzt hier alles zu tüdeln. Und wir müssen auf jeden Fall noch Gras machen, Leute. Wir müssen noch Gras machen, das müssen wir dann auch noch ins Lager fahren. Da werden wir auch mal eine fette Session nur mit Gras machen. Und werden mal ausprobieren, ob wir in diese Mischfutterstation Gras oder Heu reinschmeißen müssen. Weil auf Bantico war es so, da stand Heu dran und Gras ging rein. Dann hatte man sich halt den Schritt des Zettens gespart. Was jetzt nicht unbedingt realistisch ist, aber funktionell. Ja. Ich weiß, es gibt wieder einen großen Aufschrei unter euch da draußen, die großen LS-Jünger. Nein, da muss Heu rein, das musst du zetten. Nö, muss ich gar nicht. Ich kann. Vorausgesetzt, das ist auf dieser Map nicht gefixt, so wie auf Bantico, weil da konnte man Gras reinschmeißen. Das müssen wir dann auch noch ausprobieren. Wir müssen dann auf jeden Fall noch viel Gras ins Lager fahren. Ich meine, wir hätten auch sogar einen Kurs dafür hergestellt, und zwar Wiese 3. Nee. Haben wir noch nicht gemacht. Wir müssen ja die Wiese. Moment, wo braucht man das eigentlich? Wir brauchen das Gras im Mischfutterwerk. Das heißt hier oben Mischfutterbetrieb. Das heißt, wir müssen von der Wiese 4 haben wir ja schon einen Kurs. Also so Feldrandkurs, Sammelkurs, hast du nicht gesehen, haben wir ja alles. Brauchen wir noch einen Fahrkurs hier runter im Mischfutterbetrieb. Und das könnte tricky werden, weil hier ist eine Bahnschranke. Eine Bahnschiene. Und da ist die Frage, wie wir es machen. Weil hier ist ja auch eine Bahnschiene, weil hier ist ja der Kartoffelacker quasi. Also die Kartoffelabgebemöglichkeit, und dann fährt der Zug ja hier so raus. Oh, bitte. Ist die Frage, ich will aber nicht durch den ganzen Ort fahren hier mit dem Gras. Das ist auch blöd. Also da müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen. So, dann müssten wir jetzt mal bald hier. Oh, den haben wir da gar nicht losgeschickt da. Das ist natürlich schlecht. Das müssen wir erstmal machen. Total geil, wie der da steht. So, dann werden wir den jetzt auch noch vollpacken. Cool, ich hab ein 250 € Lenkrad, ja, und fahre immer mit Tastatur. Bei so, wie sagt man? Micromanagement-Sachen. Also wenn man so schnell mal irgendwo im Fahrzeug hinfahren muss, dann mache ich das meistens mit der Tastatur, weil es schneller geht, aber nicht sinnvoll ist, weil wir haben ja hier ein G25 Lenkrad. Oh, jetzt muss ich mal gucken hier, ich mein Telefon, das ist ja hier die Freunde der Sonne, die schreiben ja hier, das ist ja Wahnsinn. Ja, du nimmst ein Let's Play auf, Chris, du darfst nicht auf dein Handy rumgucken. Ey, ich habe euch schon mal gesagt, das ist kein richtiges Let's Play. Das ist ein, ich spiele und ihr guckt zu. Ne? So, jetzt haben wir's. Nee, aber es ist ja tatsächlich so. Ich will mich nicht an diese typischen Let's Play-Scheiß-Regeln halten, was ja alle großen YouTuber jetzt machen. Sondern wir spielen gemeinsam dieses Spiel und es spielt keine Rolle, ob ich pupe, ob ich rülpse, ob ich niese, ob ich eine schiefe Nase habe oder ob ich irgendwas anderes mache und ob ich beleidige, also hate, nicht beleidige, sondern hate oder Schimpfworte sage, das ist nun mal so. Und ich würde niemals, also ich werde ja nie jemanden beleidigen, das meine ich ja damit nicht, aber ich hate halt über das Programm, ne? Und das darf man ja wohl. Ja, und dementsprechend bin ich natürlich hier nicht so ein typischer YouTuber, aber ich hoffe, dass euch das Format so gefällt, weil das ist das, so bin ich halt, ne? Große Fresse, Quatscherei und natürlich alles 15 spielen, weil ich mag das Spiel wirklich sehr. Ich habe Landwirtschaft schon immer geliebt und ja, das ist einfach geil, das ist einfach cool. Und ich bin halt auch jeden Tag auf den Mod-Seiten unterwegs, um zu gucken, was gibt's Neues. Und da habe ich ja natürlich auch so Sachen gefunden, wie hier bei der Holzgeschichte. Ja, diese ganzen, das Biest und so, ne? Das müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken.
Den Holzhäcksler, aber da müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen, weil der kostet halt 700.000 und wir brauchen dazu noch den passenden LKW. Also 800, also fast 1 Million für das ganze Häckselding. Und natürlich brauchen wir dann auch jemanden, der das Ganze umsägt. Und ja, den haben wir ja bei den Nicht-Mods, haben wir ja hier dann die Ponzer-Geschichten. Und die werden wir uns dann auf jeden Fall auch kaufen, um dann vielleicht mal den Forst umzuklatschen. Ja, wir haben ja einen Forst, wir haben ein paar Bäume, die wir bearbeiten dürfen und die werden wir dann mal absägen und werden mal gucken, wie das funktioniert. Da können wir wieder lachen, weil ich ja dann wieder fehle mit den ganzen tausend Hebeln, die es da gibt. Wie gesagt, ich war heute im Mediamarkt wegen Joystick, aber so richtig hat mir da keiner gefallen. Und ein bisschen gefallen muss er mir ja und die waren auch alle zu teuer. Ich will da keine 50, 60, 70 Euro für einen Joystick ausgeben, den ich nur für LS15 benutze. Für die Euro-Steuerung. Darum geht's. Zwei Joysticks sollen es dann später mal werden. Also eigentlich habe ich nur mit einem geplant, aber zwei sind auch geil, weil dann kann man halt die Ponze, wenn man wirklich Holz macht, kann man halt mit zwei Joysticks arbeiten und so machen die das ja auch. Das ist ja so ein Ding. So, 457.000 Euro. Das heißt, wir sind gleich so weit, um uns. Mann, ey. Also jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich mein Telefon leise hier. Das geht mir auf den Sack. Jetzt machen wir es leise. Warum geht denn das nicht leise? Jetzt ist es leise. So. Machen wir so. Ja, gut. Dann müssten wir ja bald die Kohle zusammen haben hier. Was war denn das gerade? Staubteufel oder was war das? Gibt es hier schon Wetter? Tada! Wir haben die 460.000 Euro geknackt. Wir können uns das Ding kaufen. Oh, Weizen geht aber doll in den Keller. Und Raps auch. Und BGA? BGA sieht noch gut aus. Ja, können wir noch weit davon. Ja, wir können uns also jetzt die Big X kaufen. Aber ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt. Genau. Das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Ja, also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich war wieder unterhaltsam genug für euch. So spiele ich dieses Spiel. Und ich spiele es nicht immer nach den großen Let's Play-Regeln und nach den großen Bauernregeln. Bauernregeln. Ja, ich spiele nach Bauernregeln. Was ein Satz. Aber nach den Regeln der Landwirte, sondern ich spiele es halt tatsächlich durchaus auch mal nach meinen Regeln. Und ich hoffe, es ist okay für euch und ihr habt Spaß dabei beim Zuschauen. Es passieren ja auch immer witzige Dinge, wie vorhin mit dem Traktor. Klatsch, auf Dach gelegt. Passiert. Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif, genießt das Wetter und ja, schaut einfach dann beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt LS15 auf Schöneweg mit dem Chris. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.